Donuts. Das ist ein wichtiges Thema. Ich bin Roman, das ist ein Typ mit grünem Hut und heute geht's um Donuts. Wir müssen hier diesen riesigen Batzen Cola abholen, um dieses Spiel zu starten. So, wir investieren jetzt mal 10 dieser Dollar, um hier einen Eingang zu schaffen. Denn das hier ist ein Tycoon-mäßiges App-Game, wo man tatsächlich mit dieser Person einen Tisch bauen kann. Das heißt, erstmal einen Eingang für 10 Dollar und jetzt für 5 Dollar einen Tisch. 50 Dollar extra und dann können wir hier eine Donut-Maschine bauen. Checken wir das Ganze mal aus und boom, haben wir eine Donut-Maschine. Oh ja, die macht wirklich Donuts. Schaut euch das mal an. Erstellen Sie einen Zähler. Ein Zähler? Die meinen wahrscheinlich eine Kasse, oder? Jawohl, wir haben hier jetzt eine Kasse hingebaut und da ist sogar unser erster Kunde. Oh, was mache ich jetzt? Ich muss jetzt auf jeden Fall einen Donut holen. Okay, wir gehen mal hier hin. Haben jetzt hier ein paar Donuts dabei und jetzt können wir diese Donuts, glaube ich, verkaufen. Oh, okay. Das heißt, wir nehmen jetzt also einfach diese Donuts hier die ganze Zeit. Wir können nur mal 2 halten, ne? Oh, was? Der eine kann sich nicht mehr hinsetzen. Oh nein, okay, warte mal. Wir müssen uns jetzt irgendwie beeilen. Okay, wir müssen also Sitzplätze schaffen und gleichzeitig Donuts verkaufen. Dieses Spiel verlangt hier wirklich sehr viel von mir ab. Und ich muss den Müll wegwerfen. Okay, und mieten Sie eine Kassiererin. Oh, jetzt können wir sogar Kassierer einstellen. Okay, oh nein, mir fehlt ein Dollar. Noch ein einziger Dollar, um da jemanden einzustellen. Ich werde jetzt hier einen Kassierer einstellen. Okay, da arbeitet jetzt ein Kassierer, der für uns die ganze Zeit die Donuts irgendwie in Auftrag nimmt und dementsprechend die Kunden abkassiert. Was ist das denn? Hier sind einfach schon so viele Leute in der Schlange. Oh nein, okay. Dann brauchen wir wieder einen zweiten Tisch. So, oh nein, aber da fehlt uns das Geld für. Guck mal, jetzt haben wir hier wieder ein bisschen Kohle. 32, 36. Das reicht uns jetzt aus, um einen weiteren Tisch zu mieten. Oh, da sind sogar 4 Stühle dran, die wir dementsprechend benutzen können. Ich habe nicht gedacht, dass dieses Spiel jetzt auf einmal so stressig wird. Ich muss jetzt hier ein ganzes Restaurant leiten. Das habe ich nicht gedacht. Öffnen Sie ein Personalbüro. Okay, wir müssen jetzt schnell ein Personalbüro eröffnen. Ich bin mir aber auf jeden Fall ganz sicher, dass ich jemanden brauche, der hier die ganze Zeit die Donuts an die Kasse bringt. Wir hätten eigentlich diese Donut-Maschine hier direkt neben die Kasse stellen können. Dann würden die Donuts nicht die ganze Zeit so lange brauchen, bis sie da sind. Und müssen mal hier ein Personalbüro aufmachen. So, schnell, 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 Personal. Okay, öffnen Sie ein Upgrade-Büro. Okay, 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 beschäftigen. Kostenlos, okay. Jetzt habe ich Bewegungsgeschwindigkeit und Person. Oh, ja, endlich. Ich habe jemanden, der den Müll für mich wegräumt. Jawohl, da kommt einiges an Kohle zusammen, sage ich euch. Okay, wir brauchen nur noch einen Dollar. Und dann können wir oben jetzt dieses eine Büro eröffnen. So, Upgrade. Schnell. Oh nein, da kommt ein Polizist. Und wie jeder weiß, will jeder Polizist extrem viele Donuts. Okay. Oh nein. Wir müssen jetzt auch ein Drive-Thru erstellen. Was? Jetzt schon? Ich komme gar nicht hinterher. Okay, so, so, so. Brauchen auch mehr Mitarbeiter, muss ich euch sagen. So, hier Drive-Thru. Okay, nice. Erstellen Sie eine Pakettabelle. Was? Was? Eine Paketstabelle? Oh nein, was ist das denn? Sind das hier kostenlose Schuhe? Oh nee, kann ich mir nicht holen. Kostet, glaube ich, Geld. Oh nö. Okay. Ei, wir verdienen auf einmal voll viel Geld, Leute. Was geht denn hier ab? Da war ja gerade voll der dicke Bündel Geld. Okay, erstmal hier das Ding hier kaufen. Das ist, nehmen Sie die Donuts ab. Oh Gott, da kommt, bald kommt der Polizist an die Kasse. Schaut euch das an. Da steht der Polizist in der Reihe. Der wird wahrscheinlich extrem viele Donuts auf einmal kaufen wollen. Oh, das ist so stressig, einen Laden zu führen, sage ich euch. Oh nein. Dann würde ich mal sagen, wir nehmen hier nochmal einen Beschäftigten mit rein. Und dann haben wir einen zweiten Mitarbeiter. So, so, so. Schnell, schnell, schnell. Oh, was? Der Mitarbeiter ist einfach eingeschlafen. Was soll das denn? Nein, warum? Und hier können wir nochmal 110 investieren und bekommen hier noch mehr Tische. Okay, okay, okay. Wie soll das denn? Ich bin viel zu überfordert mit diesem Donutladen, sage ich euch. Oh, okay, okay. Ich verstehe. Unser Mitarbeiter hier unten, der packt nur die Paketstation, aber er liefert sie nicht. Okay, 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 okay. Oh, aber da kommt ordentlich an Geld rein. Wow, die Autos zahlen richtig viel Geld. Dann die Donut-Produktion hier ein bisschen steigen. So, wir holen mal hier nochmal das Cash ein bisschen ab. Und ich gucke mal, ob ich vielleicht noch ein paar Mitarbeiter einstellen kann. Ich glaube, ich brauche mehr Mitarbeiter. Und dann würde ich vielleicht die Bewegungsgeschwindigkeit noch upgraden, okay? Das heißt, die laufen jetzt schneller und sind jetzt ein bisschen schneller unterwegs. Also, ich muss sagen, dieser Drive-In funktioniert wirklich gut. Da kaufen die Leute einfach so 3 Schachteln Donuts. What the fish? Guck mal, für 150 kann ich da oben nochmal was kaufen. Ich hoffe mal, das ist noch eine Donut-Maschine. Jawohl! Oh mein Gott, da ist wieder ein Polizist. Oh mein Gott, der Polizist hat so viel Geld dagelassen. Nicht schlecht. Wisst ihr, was mir gerade aufgefallen ist? Es macht viel mehr Sinn, die ganze Zeit die Donuts eigentlich zum Drive-In zu bringen. Also, wenn wir eigentlich schlau sind und die ganze Zeit weiterhin diese Donuts hier verkaufen, und zwar am Drive-In, müssen wir keinen Müll wegräumen. Wir verdienen richtig viel Kohle und man kann richtig viele Donut-Pakete auf einmal verkaufen. Schaut euch das mal an. Das ist viel schlauer. Das machen wir ab jetzt immer. Guck mal, ich nehme hier dann nochmal... Oh, was? 287. Oh, das ergibt voll
voll Sinn, Leute. Es ergibt Sinn. Oh ja, oh ja. Das ist richtig cool. Da stapeln sich jetzt richtig viele Pizzakartons. Und wenn ich hier noch mehr nehme und die da drauflege, schaue ich das mal an, wie da die Autos einfach alle abgearbeitet werden. Oh, und der Geldberg auf der anderen Seite. Guck mal, wie der gewachsen ist. Der ist so hoch bis zur Decke sogar. Okay, wir lassen einfach weiter von denen produzieren und können dann hier nochmal unsere Donut-Maschine ein bisschen upgraden, ne? Und haben jetzt nochmal mehr Kohle, okay? Ich würde sagen, wir nehmen mal hier das Geld, was wir hier noch haben und werden das mal investieren in einen weiteren Tisch. Oh, wir bekommen wirklich mehr Geld. Oh, jetzt können 4 weitere Kunden hier sogar sitzen. So, dann hier die Kohle mitnehmen, 156. Und hier dann die Donut-Schnelligkeit verschnellern. Okay, das heißt, mit unserem neuen Upgrade, was wir gemacht haben, können wir jetzt noch schneller Donuts am Drive-In verkaufen. Ey, Leute, ich muss sagen, ich war noch nie so fröhlich, Donuts am Drive-In zu verkaufen. So, und jetzt hier nochmal das Geld in den Donut investieren. So, wir verkaufen jetzt einfach wieder und sehen, wie einfach dieser Turm wächst. Was? Oh, wir bekommen unseren ersten Krankenwagen, der bei uns jetzt einen Donut kauft. Oh, crazy. Einfach so ein Krankenwagen als Drive-In-Kunde. Oh, das ist das, worüber ich schon immer geträumt habe. Oh, schaut euch das mal an, wie viele Kartons da wieder liegen. Okay, und verkaufen. Oh, schaut euch den Geldturm an. Oh, was? Der will 6 Stück haben. Das heißt, der Geldturm... Wow, was? Oh, niemals. Okay, das ist krass. Okay, das Drive-In-Ding funktioniert sowas von. Schaut euch das mal an, wie groß der Geldturm ist. Oh, und wie viel Geld? 1000. Wir müssen auf jeden Fall hier die Donut-Produktion schneller machen. Wir müssen die Kunden da an den Tischen einfach in Ruhe lassen mit ihrem Müll und so. Das machen wir nicht mit. Wir machen hier lieber richtige Donut-Kisten. Wir haben jetzt einen Mitarbeiter, der die ganze Zeit die Pizzaschachteln auch für uns verkauft. Und ich würde sagen, Leute, es wird auf jeden Fall Zeit für einen neuen Beschäftigten. Das heißt, wir haben jetzt nochmal 600 rein investiert und haben jetzt alles, was wir benötigen. Und wir müssen einfach nur die Kohle hier abholen. So, wir können vielleicht hier nochmal ein bisschen Geld investieren für die zweite Donutmaschine. Unten ist es noch ein weiterer Tisch oder was ist das hier? Und Geldgewinn mal 2. Nee, brauche ich nicht. Ich bin eigentlich auch so gut in dem Spiel. Ich brauche nicht mal den Geldgewinn mal 2. Ich bin einfach so ein guter Spieler, dass ich einfach mit der kostenlosen Version hier die Tricks kenne. Wir sind einfach nicht schnell genug im Donuts produzieren. Das hätte ich niemals gedacht. Wir hatten die ganze Zeit Donuts und jetzt haben wir keine mehr. Und jetzt schauen wir mal, was wir bekommen, wenn wir da unten 500 Dollar investieren für diesen Bereich. Was ist das hier? Eine weitere Bank? Oh, das sind Bänke zum Hinsetzen, wo man essen kann. Okay. Oh, was? Oh, da kommt zu Papa. Das nenne ich mal Kohle für mich. Okay, aber der Drive-In, darauf bin ich richtig stolz, Leute. Darauf bin ich so stolz. Oh, Mann. Ich möchte noch mal kurz eine Sache ansprechen, und zwar unsere Kunden, ja? Da sind 4 Leute an diesem Tisch und die essen da einfach gerade so 16 oder 20 Donuts übereinander gestapelt. Und ich finde das ein bisschen gruselig. Aber, naja, jedem das seine, ne? Oh, Mann. Und für 1200 können wir gleich nochmal, wenn wir genug Donuts wieder verkauft haben, ich habe in diesem Video übrigens schon so oft Donuts gesagt, können wir... Oh, da kommt ein Krankenwagen, der gibt immer ordentlich Geld. Genau, mit 1300 können wir jetzt wieder was Interessantes anstellen. Und zwar A, hier nochmal die ganze Kohle mitnehmen und B, können wir nochmal den Preis hochlegen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel bei uns inzwischen Donut kostet, aber ich kann mir gut vorstellen, dass er schon so über seine 50, 60... 1000 vielleicht hier schon kostet, wer weiß. Der macht diese Donuts so schnell. Oh Mann, das ist schon crazy. Deswegen, wir gucken mal, dass wir hier nochmal die ganzen Schachteln rüberlegen. So, und dann hier vielleicht nochmal 200 investieren, damit er auch nochmal schneller die Schachteln verkauft. Nochmal zu verschnellern von dem System her, um zu gucken, wie viel Geld wir verdienen können. 643. Da wird jetzt nochmal rein investiert. Wir haben aber, unsere Mitarbeiter selber können aber nicht so viele Donuts tragen. Das ist ein großes Problem. Die tragen immer nur sehr wenige Donuts auf einmal. Deswegen müssen wir mal gucken, ob wir vielleicht mit dem Geld, was wir jetzt einsammeln können, oh Gott, dass wir damit vielleicht ein bisschen hier was einsammeln und gucken, wie wir hier weiterkommen können. Und wir lassen das jetzt einfach mal laufen und gucken mal, wie viel Kohle wir hier einnehmen können. 2 Stunden später. Leute, könnt ihr euch noch erinnern, dass ich euch gesagt habe, dass der Drive-In sich am meisten lohnt? Schaut euch mal diesen Turm an. Das ist einfach alles Geld. Ich würde gerne versuchen, diesen Turm so groß zu machen, dass ich eigentlich bis an die Decke des Bildschirms komme. Das mache ich in letzter Zeit sehr, sehr gerne, sehr oft. Und das würde ich gerne mal nochmal hier ein bisschen ausprobieren. Ich kann den Typen, der da verpackt, nicht mal mehr sehen. Wie viel Geld ist das, was die da haben, Mann? Das ist einfach alles Geld. Das ist ja richtig cool. Okay, also wir gucken mal. Ich nehme mal das Geld an. Ich schätze, das sind 3000 Dollar. Und nehmen. Oh, 2115 nur. Würde ich auf jeden Fall nochmal kurz die Kasse hier
weil die nämlich auch gar nicht so wenig Geld macht. Vielleicht auch nochmal upgraden schnell mit dem Geld, was wir hier bekommen. Weil ich glaube, das würde sich sogar schnell lohnen. So, zack. Okay, wir treiben den Preis bis zum Maximum in die Höhe, Leute. So, das heißt also, wir haben jetzt den maximalen Preis freigeschalten. Und das Einzige, was uns jetzt noch fehlt, ist noch ein Beschäftigter. Aber wir sind auf jeden Fall jetzt schon sehr gut dran. Ich würde mal sagen, ich kaufe jetzt nochmal kurz die letzten Plätze frei. So, und danach werde ich eigentlich nur noch Donuts von A nach B platzieren und gucken, wie viele Geldsäulen ich hier herstellen kann. Das wäre tatsächlich das Ziel. Und da hinten, ne, nochmal für 1000? Was kommt denn da hinten hin? Okay, wir gucken mal, was wir da für 1000 verpasst haben. Da gibt es jetzt nämlich die Möglichkeit, wahrscheinlich noch ein Büro zu eröffnen. Oh, es ist nur eine Couch, wo noch mehr Leute sitzen können. Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, verdienen wir jetzt erstmal nur Geld und gucken mal, wie schnell wir dieses Ding hier ausbauen können. Okay, Leute, ich habe das Ganze jetzt ein bisschen durchlaufen lassen und ein bisschen selber auch mitgearbeitet. Und das hier ist das Ergebnis. Also wir haben überall so ein bisschen Geld liegen. Unser größter Turm ist natürlich am Drive-In. Aber in den Fast-Food-Läden, dort wo die Tische sind, sind auch überall Geldstapel, die tatsächlich sich alle so ein bisschen hochtürmen. Und wir müssen da ein bisschen aufpassen, dass wir die nicht aufheben. Es ist ganz schön schwierig, hier rumzulaufen, ohne irgendwie Geld aufzuheben. Deswegen würde ich sagen, Leute, wir müssen es probieren. Wir müssen mal aufsammeln. Wir gehen mal rein und fangen einfach mal hinten an. Das hier hinten alleine sind schon 500, okay? Ich sage, wir haben hier, glaube ich, vielleicht 10.000 geschafft. Ich denke schon, dass wir 10.000 schaffen. Oh, oh mein Gott, 10.000! Wir haben schon mit diesem Turm 10.000 gemacht. Oh, oh, Leute, wie viel Geld ist dann am Drive-In? Sind es auch nochmal 10.000? Wir schauen mal rein. Wie viel Geld ist das? 17, oh mein Gott, wir haben 18.000. Ich habe auf 10.000 geschätzt gehabt. Wir haben jetzt aber 18.000 Dollar. Und damit dürfen wir eigentlich unseren Laden komplett ausstatten können. Probieren wir es mal. Ich glaube, wir upgraden jetzt noch einmal die Donut-Maschine. Und das war's. Wir sind durch, Leute. Wir haben tatsächlich das gesamte Restaurant ausgebaut. Noch höher geht's gar nicht. Wow. Yeah, ihr Schlangenfreunde. Ich bin hier tatsächlich eine Schlange auf Level 11, beziehungsweise auf Essensstufe 11. Und ich muss hier gerade andere kleine Schlangen essen. Das, was große Schlangen halt eben so tun. So, zusätzlich dazu können wir uns hier um diese Säulen hier rumschlängeln und bekommen dafür dann Punkte. Es gibt auch eine andere Schlange, die wir gerade am Freischalten sind. Aber da sind wir noch nicht so weit gekommen. 20% haben wir tatsächlich erst freigeschaltet. Und wie bei jedem anderen App-Game können wir hier bestimmen, ob wir mehr Geld haben wollen oder doch Länge auswählen wollen. Und ich entscheide mich selbstverständlich für die Länge und eigentlich auch für das Geld. Dann haben wir beides geupgradet, dann geht es uns da eigentlich ganz gut. Es gibt in diesem Spiel ebenfalls einen Store, wo es weitere Skins gibt, die man freischalten kann. Den ersten Skin können wir mit 750 Münzen freischalten. Und ansonsten müssen wir hier jetzt mal aufpassen. Es gibt hier auch große rote Schlangen, die höchstwahrscheinlich nicht so gut für unseren Bauch sind. Deswegen werden wir einfach mal die kleinen grünen weiterhin essen. So, wir gehen weiter, gehen hier auf die 2, auf die 3 und auf die ganz knapp nicht die 4. Wir gehen aber weiter auf A, Income, um da tatsächlich ein bisschen mehr Kohle zu verdienen. Jetzt sind wir tatsächlich hier auf 7, essen hier die ganze Schlange, holen uns einen Hut, einfach so einen lässigen Sonnenhut, können hier auf 21 gehen, essen hier nochmal eine ganze Schlange auf, dann hier nochmal eine 20er Schlange, die wir aufessen können. Und das ist auf jeden Fall die 61. Leute, safe. Safe, es geht zur Kiste. Es geht zur Kiste, 100%. Es muss. Jawohl, jawohl. Schönes Ding. Da kommt ein kleiner Money Rain auf uns zu. Und wir können uns fast in 10 Münzen, noch 10 Münzen, ne? Dann können wir uns tatsächlich wieder ein neues Income gönnen. Und ich glaube, da verdienen wir dann deutlich mehr Geld. Hier gibt es jetzt nochmal eine lässige Krone zum Tragen. Sehr königlich. Eine schlankliche Königlichkeit, wenn es sowas gibt. Und dann haben wir hier jetzt die Möglichkeit, auf 32 zu kommen. Also ich würde... Oh, warte mal. Ich bin jetzt vom Ziel einfach stehen geblieben. Also, man muss schon sagen, dieses Schlangenspiel an sich ist gut von der Grafik. Gefällt mir wirklich sehr. Und diese Säulen, dass man sich da so rumschlängelt am Ende und dass der Multiplikator ist, sieht auch sehr gut aus. Man muss schon sagen, dass die Spieleentwickler sich bei diesem Spiel wirklich ein bisschen Gedanken gemacht haben.
Natürlich ähnlich wie viele andere Spiele auch, aber es funktioniert wirklich wunderbar. Ich finde, es funktioniert butterweich, das Spiel. So, hier haben wir jetzt tatsächlich so Tore, wo man da jetzt auch nochmal mit durchfahren kann. Da kommen wir jetzt auf 36, können hier einen 15er essen, plus nochmal einen 20er. Leute, das ist es. Das ist safe. Einmal hier lässiger 73er. Da müssen wir auf jeden Fall nicht mal bangen. Da kommen wir komplett bis zur 5 durch, ohne Probleme. Und holen uns natürlich den kleinen Pot voller Cash. So, 330 gibt uns die Schlange. Das heißt also, wir gehen hier wieder ins nächste Level. Wie viel Kohle bekommen wir? 400 haben wir. Goldener Skin. Wisst ihr, was wir machen, Leute? Wir sparen jetzt einfach mal auf den nächsten Skin. Wir haben jetzt wirklich dieses Earning sehr gut freigeschaltet. Dementsprechend sind wir jetzt hier nochmal zack bei 10. Ich muss auch sagen, diese Länge zu upgraden bei den Schlangen, das macht nicht so viel Sinn, weil man bekommt nämlich für 700 Dollar nur eine Länge und eine Länge macht wirklich nicht viel aus. Wenn das Level beispielsweise so aufgebaut ist, dass man wenig Länge allgemein in einem Level bekommt, dann ist es eigentlich egal, ob man mit 2 oder mit 4 Länge startet, weil es gibt keinen Multiplikator, sondern es gibt meistens einfach nur Plus und Minus sozusagen am Anfang. Deswegen ist es kein großes Ding. So, jetzt brauchen wir, glaube ich, nur noch ein Rötchen. Dann können wir uns einen neuen Skin holen. Da bin ich jetzt schon sehr gespannt drauf. Deswegen holen wir uns hier nochmal kurz diese Teufelshörner. Sieht auch sehr witzig aus, als ob diese Schlange Fasching feiern würde. Und wir gehen dann hier nochmal weiter. 26, kein guter Wert. Und da wäre es jetzt zum Beispiel egal gewesen, hätten wir mit 1 oder mit 2 oder mit 3 gestartet. Deswegen, wir sind hier wieder Multiplikant mal 2. Und wir gehen wieder weiter, drücken auf Lose It. Und da kommt jetzt nochmal ein bisschen Kohle mit rein. 80. Und diese 80 werden wir jetzt auf jeden Fall investieren für einen nicen Skin. Oder für mehr Income. Nee, da muss ein Skin kommen. Deswegen, wir gehen rein und holen uns einen Skin. Oh, es ist der Cobra-Skin. Okay, sehr, sehr nice. Wir haben auf jeden Fall jetzt so eine Cobra-Tarnung, so eine Cobra-Camo sozusagen, ne? Und das ist schon sehr, sehr nice. Sie ist so ein bisschen bräunlich. Wow! Und sie schlängelt sich auch richtig um dieses Rohr herum. Das fand ich gerade einen sehr coolen Effekt. Und wisst ihr, was wir jetzt nächste Runde mal checken müssen, ne? Wir müssen mal gucken, wie das aussieht, wenn die Schlange von einer Säge zersägt wird, okay? Deswegen, wir gucken mal, was jetzt passiert, wenn wir mal in so eine Säge reinfahren. Also, ich würde auch gerne mal checken, ob man komplett dann durchgesägt wird. Oh, ne, warte mal hier. Einmal hier. Pssst. Oh, was? Nein, ich schaff's nicht mal um die Säule herum. Okay, wir gehen hier nochmal auf die 10. Vielleicht ist das hier aber eine große Runde. Hier können wir einen 8er nochmal aufessen. Ne? Und dann haben wir hier nochmal eine 20. Und dadurch können wir jetzt tatsächlich diese riesige Schlange essen. Ne? Sind wir jetzt bei 79, bei 80. Okay, bei Länge 80 waren wir so tatsächlich noch nie. Und damit kommen wir ganz sicher an den 5er da hinten ran. Oh, die schlängelt sich ja ewig weit. Okay, gar nicht so schlecht. Wir sacken uns hier ordentlich Kohle ein. 300 Münzen insgesamt. Okay, diesmal spielen wir noch ein bisschen mit Internet an. Und wir haben jetzt tatsächlich hier nochmal ein neues Level freigeschaltet, wo wir tatsächlich solche Schläger sehen können, die immer nach links und rechts schlagen. Die sorgen tatsächlich nochmal ein bisschen für so einen Respektfaktor, wo wir jetzt ein bisschen was Neues haben, was uns wieder umbringen möchte. Aber was wir jetzt nochmal haben, ist die Möglichkeit, eigentlich gleich nochmal diesen Skin da freizuschalten, weil jetzt haben wir tatsächlich sogar die Werbung im Spiel aktiviert, weil die wollen auf jeden Fall, dass wir für den Skin Werbung schauen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, eine Schlange würde ich schon gerne freischalten. Deswegen gucken wir uns gleich vielleicht mal eine kleine Werbung an. So, wir gehen jetzt hier nochmal kurz zur Seite und essen nochmal kurz die Schlange und die andere. Damit kommen wir jetzt auf jeden Fall auf einen sehr ordentlichen Bonus. Und ich glaube, das wird definitiv wieder die Kiste sein. Zusätzlich dazu gucke ich mal, dass wir jetzt gleich möglicherweise den kleinen gelben Skin freischalten können, der jetzt gleich nochmal uns gezeigt wird. Der sieht schon sehr cool aus. Deswegen hoffe ich mal, dass wir jetzt auf Next Level drücken können. Da bekommen wir jetzt die Kohle. Plus, wir drücken hier auf Get It und holen uns den Skin. Okay, ich habe gerade eine Menge Werbung geguckt und jetzt ist das Spiel einfach hängen geblieben. Oh nein, Leute. Ich habe doch gerade die Werbung noch angeguckt. Ich starte mal das Spiel neu. Eine Ewigkeit später.
So, jetzt haben wir die Werbung geschaut und haben jetzt tatsächlich die Möglichkeit, unseren neuen Skin zu spielen. Okay, ich muss schon sagen, eine Werbung anzugucken, um einen cooleren Skin zu bekommen, lohnt sich schon sehr, weil schaut euch das an, wir sind einfach eine getigert oder eine Jaguar gepunktete Schlange geworden, mit einer Krone drauf, die gerade mal nur mal 1 geschafft hat. Gar nicht mal so gut, aber ich muss schon sagen, es sieht auf jeden Fall sehr cool aus, ne? Wir sind ein kleiner blauer Frosch. Oder was sind wir da eigentlich? Ich drücke mal auf Play und wir werden aus einem Ei schlüpfen. Nun gut, ich habe jetzt irgendwie gerade gedacht, dass wir eine Larve sind. Aber wir sind nur ein ganz kleiner Wurm, der blau geworden ist. Und oh mein Gott, was ist das? Das ist ein riesiges Monster, das kommt auf uns auf. Ich habe jetzt schon verloren? Okay, ich glaube, wir sollten das vielleicht nochmal ruhiger probieren. Okay. Das ist der kleine blaue Wurm und wir müssen jetzt mit dieser Runde versuchen einfach mal so schnell wie möglich zu wachsen. Wir sind jetzt schon Level 4, Level 5, Level 7. Okay, okay, okay. Schnell, schnell, schnell. Wir brauchen noch ein paar mehr Beeren. Oh! Oh Gott, da kommt wieder einer. Schnell weg da! Der ist Level 8. Aber wir sind Level 16. Können wir den jetzt nicht essen? Oh, geh weg! Oh! Na klar können wir den essen. Okay, wir sind jetzt ein Monster, was auf einmal laufen kann mit Level 27. Okay, Leute, dieses Spiel ist gerade sehr schnell eskaliert. So wie es aussieht, können wir uns sehr, sehr schnell weiterentwickeln. Und die Gegner kommen tatsächlich auf uns zu. Und wow, jetzt haben wir tatsächlich sogar einen Hinterteil nochmal extra bekommen. Da wedeln wir sogar mit unserem kleinen, aber feinen Hinterteil. Und haben jetzt, oh, ein Boss, der Level 53 ist. So, Kollege, da kann ich jetzt aber gerade noch nicht los. Jetzt bin ich auch Level 53. Jetzt bin ich Level 54 und jetzt kann ich dich essen. Oh, tap fast. Oh mein Gott, was? Wir können den nicht einfach so essen. Wir müssen ihn so aufessen. Zack, 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 zack. Oh, crazy. Dieses, oh, wow. Wir haben jetzt einfach ein paar Ohren dazu bekommen und gerade dieses Level gewonnen. Wir können jetzt hier weitermachen und können tatsächlich nochmal was upgraden mit den Münzen, die wir bekommen haben. Zum Beispiel das Level, den Schaden können wir upgraden. Ich würde mal das Level, den Schaden, das Essen würde ich nochmal upgraden. Und wir haben hier nochmal die Möglichkeit zu sehen, was man noch so alles freischalten kann. Drücken einfach mal nochmal auf Play und schauen mal dieses Level an. Diesmal starten wir schon mit Level 5 und wir essen diesmal Pilze. Okay. Oh, was? Und da ist sogar ein Geschenk vom Weihnachtsmann? Vielleicht kann man das ja auch essen. Oh, ja, haben wir. Der Weihnachtsmann hat uns da auf jeden Fall nochmal ein bisschen was übrig gelassen. Damit sind wir jetzt einfach bei Level 37 gelandet. Danke, Weihnachtsmann. So, ist zwar jetzt schon ein bisschen zu spät mit dem Weihnachtsmann, aber... Oh, oh, die anderen Level ja auch. Okay, gut, die muss ich jetzt schnell aufessen, ne? Was? Ich bin jetzt einfach Level 86 und ich bin lila geworden, ne? Okay, ich esse mal nochmal kurz hier diese Pilze auf. Oh, was? Wenn man einen Pilzstamm aufisst, ist man einfach schon so... Was? Ich bin Level 141. Das hätte ich nicht gedacht, dass ich hier so schnell ein neues Level erreiche. Oh, ich darf übrigens keine roten Pilze essen, weil das sind übrigens Fliegenpilze. Und Fliegenpilze sind wirklich giftig. Dementsprechend müssen wir einfach mal die anderen hier aufessen. Und da ist einfach einer, der Level 171 ist. Und wir können den einfach so... Gewinnen! Und essen. Ich glaube, das Essen abzugraden ist die beste Idee, die man machen kann. Damit kommt man nämlich am schnellsten voran. Schaut euch das mal an. Wir können jetzt zum Beispiel hier schon so Maden essen und sind jetzt schon Level 17. Zack, essen den hier nochmal kurz auf. Bekommen jetzt nochmal einen orangenen Kopf. Oh, das wird jetzt auch interessant werden mit der Farbe. Oh, nein, ein Fliegenpilz. Okay, Geschenk. Wir müssen auf jeden Fall gleich mal das Geschenk wieder essen. So, das Geschenk gibt nämlich extrem viel. Und ihr seht auch, wir haben jetzt schon 2 von 10 Geschenken gesammelt. Und Truhen geben einem sogar einfach Geld. Nicht übel. Und hier haben wir nochmal so einen Weihnachtsbaum. Oh yeah. Okay. 139. Wir essen. Wow. Wir essen die Gegner echt schnell auf. Oh, schnell weg von dem Fliegenpilz. Nochmal hier kurz nochmal ein bisschen Geld nochmal aufessen. Ja. Warum auch immer wir Geld so gerne essen, aber es schmeckt so lecker für unseren kleinen Drachen, würde ich sagen. Ich würde sagen, das ist ein kleiner Drache, weil er hat ja diese 2 Hörner und hinten auch nochmal so einen morgensternmäßigen Angriffshinterteil Kugel-Ding so. Kann man auf jeden Fall machen. Guck mal, da ist nochmal so ein kleiner, aber feiner Weihnachtsbaum. Da müssen wir nochmal kurz rangehen. Oh, da ist nochmal der Boss. Okay, wir haben schon 5 von 10 Geschenken. Und jetzt essen wir den Boss auf. Der ist aber Level 331. Und wir sind einfach mit ihm zusammen, wenn wir ihn gegessen haben, Level 940. What? Wir sind einfach fast Level 1000 gewesen. Oh, wir sind eine kleine grüne Schnecke. Oh, das sieht so cool aus. So, wir essen mal die anderen
Schnecken. Ist das hier ein schneckentastischer Tag? Ich bin eine Schnecke. Oh, oh, da ist auf jeden Fall nochmal ein anderes Krustentier, was auf uns zukommt, was uns auf jeden Fall hier gerade verspeisen möchte. Aber wir können jetzt beide essen, weil wir nämlich stärker sind als beide. Und dadurch haben wir denen jetzt gerade die Beine als auch die Scheren geklaut. Oh, was? Schaut euch das mal an, wie wir uns bewegen. Oh Gott, das ist ja schon, also ein bisschen eklig ist es schon, aber faszinierend finde ich es auch. So, wie der Franzose, ne? Franzosen essen nämlich sehr gerne Schnecken, müsst ihr wissen. Ich war mal in Frankreich zu Besuch. Und da wollte ich mal auf jeden Fall mal eine Schnecke probieren, aber ich habe mich noch nicht getraut. Beim nächsten Mal mache ich es aber, versprochen. So, oh, was? Level 579 ist diese riesige Krustenkrabbe. Boom! Die werden wir jetzt auf jeden Fall verspeisen und sind Level 1251 gewesen. Und hier gibt es nochmal einen Daily Bonus und wir bekommen dafür eine Bonuswelt und eine neue Kreatur. Deswegen schalten wir das frei. Wir bekommen einen Oktopus! Crazy! Bonus Level 1. Okay, wir spielen mal das Bonus Level. Oh, was ist das? Das ist einfach so ein kleiner... Was ist das überhaupt? Das ist ich würde sagen, wie eine Larve vielleicht, sowas. Oh nein, da kommt ein riesiger Oktopus, aber wir können ihn essen. Juhu, aufgegessen. Und damit haben wir auf jeden Fall, oh, das ist ein Oktopuskopf gewesen am Anfang, okay. Das heißt also, wir haben hier nochmal ein paar andere Oktopusse. So, das heißt, boom, den kann ich aufessen. Boom, den kann ich aufessen. So, und dann gibt es hier nochmal den hier. Komm her, zack, 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 hier gibt es viel mehr Gegner. Oh, was? Wir sind schon... Guck mal, wie riesig wir geworden sind. Wir sind einfach so ein monstermäßiger Oktopus geworden. Crazy! Wo sind die Geschenke, Leute? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Aber wir haben auf jeden Fall ein prächtiges Bonuslevel hier. Wir müssen, glaube ich, ein bisschen nach oben rechts laufen. Da sind nämlich die ganzen Gegner, die auch schon auf uns zukommen. Da ist zum Beispiel einer. Den essen wir auf. Level 900 sind wir. Aufessen Level 1000! Wir sind einfach Level 1000, Leute. Level 1200. Und da unten ist der Boss. Und er ist gerade mal nur Level 600. Wir laufen auf ihn zu, essen ihn einfach auf. Zack, 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 zack. Und damit sind wir Level 1888. Eine sehr schöne Zahl, muss ich schon sagen. Und dementsprechend sind wir auch dran, Leute. Wir können hier auch nochmal ein bisschen drauf drücken, weil wir müssen ja keine Werbung gucken. Yo, was? Schaut euch das mal an, wie wir unser Ei einfach ausstatten können. Nice, Mann. Okay, wir drücken mal weiter drauf. Wir gehen hier wieder auf Level 95. Okay, und esst mal hier ein paar Käfer. Level 111. Jawohl. Oh, das ist ein Geschenk. Einmal den hier aufessen. Dankeschön. Oh, jetzt haben wir Beine. So läuft es sich auf jeden Fall ein bisschen besser. Wir sind jetzt quasi wie so ein Huhn schon, gell? Das da, die wir hier übrigens essen können, ich glaube, das sind Skarabäusse. Oder Skarabäusse. Also die Einzahl davon ist auf jeden Fall Skarabäus. Aber was die Mehrzahl davon ist, weiß ich nicht. Aber so sehen Skarabäusse eigentlich aus. Das sind so Käfer, die in dem Film Indiana Jones, glaube ich, sehr prominent vorgekommen sind. Es sind sehr, sehr interessante Käfer und ich glaube, die haben auch eine extrem harte Schale. Deswegen bin ich auf jeden Fall sehr beeindruckt, dass unser Level 2300 großes Tier in der Lage ist, die einfach so zu essen. Wir müssen jetzt nur noch den Boss suchen, der Level 1500 ist, den wir natürlich einfach so gegessen haben. Oh yeah, eine lilane Katze, die als Wurm startet. Katzen starten eigentlich nicht als Wurm, aber was willst du machen, ne? So, wir sind jetzt Level 205, das heißt also, wir können die andere Katze essen. Bang! Und bekommen unsere Beine. So, jetzt gibt es hier nochmal ein paar Spinnen. Oh, die ganz schön giftig für uns anscheinend sind. Die darf man anscheinend nicht essen. Man darf nur die Skarabäus essen, ne? Das müssen wir uns auf jeden Fall merken. Oh, ein Geschenk. Ein nices Geschenk. Nur noch ein Geschenk brauchen wir, Leute. Ein Geschenk nur noch, okay? Vielleicht... Oh, da ist es! Das 10. Geschenk! Bang! Und da ist sogar noch eins. Okay, jetzt aber nochmal kurz gegen den Boss kämpfen. Das ist nämlich nochmal eine riesige lila Katze, die wir nochmal aufessen können. Damit haben wir nochmal 67% von einem neuen Tier wieder freigeschaltet. Können aber allerdings jetzt auch etwas Besonderes tun. Und zwar das spezielle Tier freischalten. Get it! Okay, was haben wir da? Was haben wir da? Ich bin wirklich aufgeregt. Ich bin mir nicht sicher, was... Ich glaube, das ist ein Ameisenbär. Ist er das? Nein, es ist ein Polarbär. Oh, wow, wow, wow.
Wow. Uiuiui, guck mal, da ist jetzt schon der ein Eisbär, den wir komplett aufgegessen haben. Jetzt haben wir schon Beine bekommen. Nicht übel. Das heißt, wir gehen hier weiter. Uiuiui. Oh, der hat gerade was gegessen gehabt. Und jetzt sind wir aber stärker als er. Deswegen, jetzt können wir ihn essen. Werden größer und wir haben hinten unser kleines Hinterteil freigeschaltet. So, Level 1000 sind wir schon. Da ist nochmal einer Level 580. Den essen wir auch auf. Und damit wird unser Körper einfach nochmal dicker. Aber was auf jeden Fall noch fehlt, Leute, ihr wisst ganz genau, ist der Boss. Mal gucken, wie der aussieht. Wow, was? Das ist echt ein riesiger Boss. Und den können wir auf jeden Fall nochmal besiegen. Nice. Wir haben quasi auch schon fast alle Jobs gemacht und wir haben fast alle Tiere freigeschaltet. Wir können nochmal den hier freischalten. Das ist, glaube ich, ein Skorpion. Oh yeah. So, der hat vorne... Oh, so kleine Hauer hat er tatsächlich. So, wir können jetzt damit, zack, den anderen essen. Bekommen damit jetzt die Beine. Da gibt es nochmal lecker Maden. So, mit den Maden können wir, zack, den hier essen. So, und da gibt es nochmal ein bisschen Geld. Und jetzt geht es schon an den Boss. Yo, what? Wir haben hinten sogar unseren kleinen Stachel bekommen. Seht ihr das? Haha, wie nice. Okay, wir gehen jetzt auf jeden Fall an den Boss. Der Boss 1600 und wir sind Level 2751. Schöne Sache. So, gucken wir mal, was da rauskommt. Jetzt haben wir hier, wow, einen riesigen braunen Wurm. Essen wir mal den. Der gibt uns wahrscheinlich Beine. Zack, haben wir Beine bekommen. Der sieht so komisch aus. Dem fehlen jetzt einfach die Arme und das Hinterteil. Und dementsprechend gehen wir hier an den nächsten. Und schwupps, haben wir tatsächlich unser Hinterteil bekommen. Schöne Sache. Okay, und dann können wir den hier nochmal aufessen. Dankeschön. Damit haben wir unsere kleinen, putzigen Arme bekommen. So, und dann, wenn wir nach oben laufen, haben wir da nochmal einen. Und dann, zack, haben wir den nochmal gegessen. Da ist nochmal eine kleine Truhe mit nochmal extra Money. Und jetzt gilt es wieder mal den Boss. Oh, der Boss ist zu stark. Nein! Wir haben ihn aber zum Glück währenddessen wir gegen ihn gekämpft haben, haben wir ihn überholt. Sonst hätten wir das nicht geschafft. Der war einfach Level 3000. Wie hätte ich das denn wissen sollen? Ich habe gerade einfach dreimal auf mal 2 gedrückt. Und schaut euch mal den Kontostand an. 280.000. Das Ding ist... Oh. Spiel ist hängen geblieben. Nein! Nehmen wir mal hier die 25. Boom! Und bekommen gleich mehr Leute, die dann gemeinsam nach oben schieben müssen. Das heißt also, es geht darum, die Kugel so weit wie möglich schieben zu können. Und wir verlieren immer sozusagen Personen beim Hochschieben, die nicht mehr schieben können. Und dementsprechend bekommen wir hier nochmal einen Bonus. Und haben gar nicht mal so weit die Kugel geschoben bekommen. Nun ja, also. Oh, jetzt habe ich nur noch ein Charakter plus bekommen. Oh Mist. Naja, egal. Wir gucken mal, wie weit wir hier kommen. Ach, schaut euch das mal an. Wir werden da zu einem größeren Charakter und schieben die Kugel dann einfach nach vorne und sind jetzt damit bis zur 310-Meter-Marke gekommen. Nun gut, wir versuchen mal unser Bestes in der nächsten Runde. Wir gucken mal, dass wir jetzt hier nochmal 15 Leute extra bekommen. So, hier brauchen wir insgesamt 12, um rüberzukommen. Das bekommen wir hin. Plus 10 mal 5 ist 20. Damit sind wir auf jeden Fall ein bisschen besser dran. Mit diesen 20 Personen können wir hier diesen wunderbaren Berg nochmal hochkommen. Jetzt auf jeden Fall nochmal mal 4 multipliziert. Jetzt haben wir ordentlich Leute, die hier anschieben. Und ich glaube, am Ende dürfen wir bestimmt nochmal eine ganz große Person werden. Jetzt können wir tatsächlich nochmal 5 extra Leute bekommen und sind relativ groß geworden. Pushen das Ding nach vorne und ganz knapp haben wir tatsächlich die Sphinx erreicht und damit 490 Meter geschafft. Nicht schlecht. Wir gehen weiter und hier statt mal 5 oder plus 5 ist eigentlich egal. Wir können uns hier entscheiden. Ah ne, plus 5 ist besser, dann sind wir auf 6 und dann dementsprechend hier nochmal mal 5 genommen. Easy going. So, jetzt haben wir hier nochmal die Möglichkeit, plus 15 zu gehen. Und was? Jetzt geht sogar den Berg runter. Meine Güte. Und jetzt auf der rechten Seite nochmal plus 15. Der eine Typ ist sogar da oben. Der steht auf den anderen drauf. So, und jetzt sind wir 40 Personen einfach, die hier anschieben. Verlieren jetzt nochmal 20. Können jetzt aber nochmal mal 4 gehen. Sind dadurch 80 Personen und haben jetzt den Bonus. Wir gehen auf Continue und versuchen jetzt unser Bestes. Oh, boom. 100, 200, 300. Oh, der schiefe Turm von Pisa ist tatsächlich die 400. Die erreichen wir aber leider nicht mit 850 Metern. 600 extra Münzen. Wahnsinn. Ich frage mich natürlich, was wir jetzt mit den Münzen allgemein kaufen können, aber das finden wir vielleicht später heraus. Wir gehen hier wieder mal auf plus 10, weil damit landen wir nämlich auf 11. Bei dem mal 10 würden wir nämlich nur auf 10 landen. Ne? Jetzt haben wir Stärke bekommen und dadurch sind unsere Charaktere stärker geworden und okay. Ich weiß nicht ganz genau, was das bedeutet, wenn sie stärker werden, aber anscheinend
werden wir wahrscheinlich gegen Ende, wenn der Bonus dann kommt, beim Anschieben vielleicht ein bisschen besser werden. So, jetzt können wir entscheiden, ob wir vielleicht stärker werden wollen. Oh, guck mal, wir entscheiden uns mal für stärker werden. Oh, jetzt haben wir grüne Charaktere bekommen, nicht übel, mit riesenstarken Beinen. Und jetzt können wir uns nochmal tatsächlich... Oh, 20! Jawohl, über 20 nochmal schön freuen, haben jetzt einen grünen Charakter und schlagen hier vorwärts. Oh, das hat gar nicht gut funktioniert. Wir hätten mehr auf die Masse gehen sollen, das war gerade wirklich ein Fail. Aber wir können uns tatsächlich jetzt nochmal ein bisschen weiter begeben in ein nächstes Level, wo wir vielleicht ein bisschen besser ran sind. So, dann kommen wir hier auf 22, das ist auf jeden Fall nice. Hier an den Gruben vorbei, hier nochmal hochdrücken, da haben wir hier nochmal die 7 übrig. Dann nochmal mal 3, ordentlich, plus 5, let's go. Da sind wir jetzt 26 und da vorne können wir auf jeden Fall nochmal die mal 4 nehmen. Damit landen wir bei 40, können hier rechts entlang laufen. Nur einen haben wir verloren und jetzt nochmal versuchen, die 20 in der Mitte zu treffen. Oh, nur 15, aber das ist in Ordnung, besser als ganz seitlich zu sein. Und jetzt nochmal einen schönen Schlag da vorne. Ich glaube, wir schaffen es, glaube ich, nur bis zum Tempel diesmal. Den schiefen Turm von Pisa erreichen wir leider nicht. Versuchen jetzt aber nochmal unser Bestes. Wir gehen auf plus 3, dann sind wir nämlich auf 4. So, dann hier auf jeden Fall mal die 2 nochmal mitnehmen. Da haben wir 8, jetzt haben wir 10. Jetzt können wir uns nochmal 10 hinzufügen, sind dann bei 20. Da vorne ist tatsächlich nochmal ein Multiplikant mal 2. Das heißt also, Peng, sind wir auf 40. So, da vorne müssen wir leider wieder 20 abgeben. Jetzt haben wir da tatsächlich jetzt nochmal die Möglichkeit, 20 mit super stark zu bekommen. Mal gucken, was das uns jetzt hilft im Bonus. Jetzt müssen wir nochmal den Bonus richtig gut gewinnen. Oh Gott, okay. Nein, ganz knapp. Ich bin fast bei der 30 gelandet, aber 25 ist auch in Ordnung. Dadurch werden wir jetzt riesengroß und schlagen zu. Mal gucken, ob wir bis zum schiefen Turm von Pisa kommen. Und tatsächlich, wir berühren ihn. Jawoll, nicht schlecht. Schönes Ding. Als nächstes kommt tatsächlich sogar der Pariser Eiffelturm. Und den können wir tatsächlich als nächstes freischalten. 1000 Münzen bekommen wir für den. Und ein neues Level-Design. Sehr, sehr nice. Wir gehen weiter. Gehen natürlich hier wieder auf die plus 12, weil dann landen wir bei 13. Gehen hier. Oh, jetzt gibt es sogar verschiedene Hochschiebedinger. So, mal 3. 6 mal 3 ist auf jeden Fall nochmal ein bisschen besser. Da kriegen wir 18 raus. Hier 26 auf der Seite. Jetzt 15 Stück dann wieder ziehen. Jetzt würde ich auf jeden Fall hier nochmal die 33 lieber nehmen und dann Bonus draus machen. Weil das stärker machen hat mich irgendwie beim letzten Mal nicht überzeugt. Schon wieder nur 30. Wir haben auf jeden Fall jetzt eine riesengroße Person. Und guck, schlag zu. Komm schon, bis zum schiefen Turm. Wir kriegen den schiefen Turm, wir kriegen ihn. Okay, den Pariser Eiffelturm kriegen wir natürlich nicht. Das war jetzt keine Bestrunde oder sowas. Wir haben nicht mal unseren Rekord gebrochen. Aber immerhin den schiefen Turm von Pisa. Wir können hier auf mal 4 gehen, dann sind wir auf einer 4. Dann ist es schon mal da. Dann hier auf jeden Fall mal 6, dann sind wir auf 24. Hier dieser Treppe weichen wir einfach mal aus, weil die sonst unnötig ist. Der Säge ausweichen. Jetzt 12 müssen wir bezahlen. Können jetzt aber tatsächlich nochmal mal 2 gehen und kriegen die 12 wieder zurück. So, auf die Seite hier. Die da auf die Seite. Hier würde ich dann auf Stärke gehen. Dann haben wir sehr viele starke. Okay, die Stärke multipliziert die tatsächlich nochmal. Und jetzt sind wir auf 48. Wenn ich jetzt alles richtig mache und zwar, nein, die 30 treffe, dürfte es, glaube ich, trotzdem reichen, um die größte Größe zu erreichen. Und damit, bitte, komm schon, 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 jawoll! Als nächstes erwartet uns tatsächlich sogar die Freiheitsstatue aus New York. New York! Jetzt müssen wir nur noch ein bisschen gucken, wie wir hier vielleicht vorankommen. Also, ich würde auf jeden Fall hier die plus 2 nehmen, dann landen wir bei 3. Dann hier auf jeden Fall die mal 2 und dann hier nochmal die mal 2. So, dann würde ich hier die minus 6 nehmen, das ist besser als die 10. Dann die mal 5, weil damit sind wir auf 30. So, dann müssen wir da die guten alten 12 bezahlen und haben aber da vorne einen mal 6. Das sind 81, Leute. 81. Und jetzt muss ich die Bonuscharaktere. Jawohl! Plus 50. Ho, ho, ho. Komm schon. Neuer Rekord. Das muss ein neuer Rekord sein. Das ist auf jeden Fall ein guter Schlag. Wie weit kommen wir? Wie weit kommen wir? Oh, oh. Komm schon, komm schon, komm schon, berühr es, berühr es, jawoll. Okay, nicht übel. Wir sind bei 1336 Metern gelandet. Das ist sehr, sehr nice, wirklich. Das haben wir gut gemacht. Und wir haben wieder ein neues Level und 10.800 Münzen. Was können wir uns damit kaufen?
Gar nichts, aber es ist nicht schlimm, das Spiel macht Spaß. So, wir gehen mal wieder auf die Plus 2, dann die Mal 3 sind auf 9. Oh, hier, guck mal, da hoch können wir gehen und dort kriegen wir dann die doppelte Stärke. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Da haben wir sozusagen jetzt was bezahlt, um andere Sachen zu bekommen. Jetzt hier 6 Stück müssen wir bezahlen, aber daher, dass wir stärker sind, müssen wir nicht so viel aufgeben. Dann hier nochmal Plus 3 nochmal nehmen, Plus 5 nochmal nehmen, dann nochmal Plus 3. Oh, da haben wir, wir haben gar nichts bekommen. Egal, ich hole hier, ich wollte die 50 gerade holen, aber es ist leider nur 40 geworden. Aber wir sind jetzt ein riesengroßer Grüner, das könnte auf jeden Fall vielleicht hier den neuen Rekord bringen. Aber es wird gerade mal für den Eiffelturm reichen. Wir haben tatsächlich schon die gute alte Freiheitsstatue getroffen. Ich habe jetzt ganz vergessen, was als nächstes drankommt. Ich glaube, ich habe es sogar noch nicht mal gesehen. Wir gucken aber mal, was jetzt hier wieder rankommt. Plus 10 können wir hier nochmal ein bisschen was machen. Und jawohl, plus 5 nochmal da. Und jetzt kommt nochmal der Bonus. Jetzt kommt der Bonus. Und dann können wir hier, boom, plus 40. Naja, hätte besser sein können. Aber das ist auf jeden Fall eine Größe, die wir so noch nicht hatten. Ne? Und wir bewegen uns in einem ordentlichen Tempo vorwärts. So, ich glaube, wir dürften die Statue wieder erreichen. Und als nächstes kommt das Empire State Building. Ebenfalls in New York. Auch ein sehr, sehr beachtliches, wunderbares Gebäude. Muss man mal gesehen haben. Kann man sich mal angucken. Sehr, sehr imposant. So, wir gehen mal hier nochmal mal 4, dann doppelt mal 4. Haben hier nochmal den Knopf. Drücken drauf. Jetzt müssen wir 10 wieder aufgeben. Aber wir bekommen doppelte Stärke. Und vielleicht, was ich jetzt versuche zu bekommen, ist einfach mal beides sozusagen. Jawohl! Es geht! Wir können einfach beides bekommen. Das ist einfach der Trick, Leute. Das kann doch nicht wahr sein! Ich bin einfach in beide gleichzeitig rein. Aber ist nicht schlimm. Wir können jetzt tatsächlich den beiden, ne? Wir nehmen einfach den Move, dass wir einfach beides nehmen immer. So, jawohl. Sind jetzt einfach schon bei 16. Ordentliches Ding. Frag mich jetzt aber nur, ob wir nur das bekommen, was wir für den Anfang sozusagen gewählt haben. Oder ob wir wirklich beides bekommen. So. Ja, doch. Oder? Hat es jetzt funktioniert? Bin mir nicht ganz sicher. So, wir gehen hier auf jeden Fall auf mal 2. Oh, haben da jetzt ein paar aufgeben müssen. Aber hoffentlich passt der Bonus. Ah, 40. Egal, wir nehmen das Ding. Und dann, easy going, versuchen wir nochmal einen Rekord zu hauen. Aber ich glaube, das wird leider kein Rekord. Au, au, au. Schaffen wir es? Oh, oh, wir bewegen uns Richtung Empire State. Berühren, berühren, berühren. Ja! Wir haben hier am Anfang ein paar Münzen, die wir sammeln müssen. Und diese Münzen können wir dann für einen Taucher ausgeben, okay? Der spawnt dann direkt hier neben uns. Und wir können uns da einfach mal für noch einen Pinky Winky entscheiden. Ganz schön verrückte Namen. Aber wir können jetzt sogar unseren Tauchen zusammen fusionieren, damit er nochmal ein bisschen krasser wird. Und diesen Scaly einfach mal in unser Team mit dazu holen. Und damit haben wir ein Team zusammengestellt, so dass wir hier in dieser Arena hier kämpfen können. Das heißt also, wir treten gegen zwei Monster an, die jeweils 50 Attack Damage haben und wir müssen eins davon dahin platzieren und den goldenen Tauren, der unser bester ist, auf die linke Seite und jetzt können wir die einfach kämpfen lassen. Wow, okay, die wurden jetzt beide einfach umgehauen und damit haben wir es eigentlich auch schon geschafft. Oh, okay, krass, das ist das andere Spielelement in diesem Spiel, was ich auch gesehen habe auf der Seite. Man kann hier sowas ähnliches wie so ein Tycoon spielen, das heißt, man kann sich hier drinnen bewegen, dann kann man hier jetzt die Münzen, die wir verdient haben, ausgeben für eine Produktionslinie, okay? Das heißt also, wir haben hier ein Band, wo wir dementsprechend diese Würfel drauflegen müssen, die auch gleich da hinten liegen, aha, und dann können wir die da einfach mal drauflegen. So, dann nehmen wir uns hier noch mehr Würfel. Wir können mal 3 Stück halten. Und dann die einfach mal in die Produktion geben. So. So, und jetzt können wir, glaube ich, durch das, was wir da jetzt produzieren, was so Sammelkarten sind, die können wir wahrscheinlich bald verkaufen. Eine Karte bringt eine Münze, das heißt, wir bringen die mal auf diesen Van drauf und der gibt uns die Münzen zurück. Okay, das ist unser Kunde. Jetzt haben wir 4 Münzen hier übrig und können diese 4 Münzen da ausgeben, um eine weitere Produktionslinie zu starten. Und zwar von diesem, was ist das? Ist das so eine Art Actionfigur? Gucken wir mal, ob wir das hier alles so ein bisschen verkauft bekommen. Wir nehmen mal hier 3 von denen mit. Und bekommen dafür dann jeweils immer 2 Münzen zurück. Oh, das ist ein großer Stapel Geld. Guck mal, jetzt können wir hier nochmal ein bisschen... Oh, was? Wie viele Sammelkarten haben wir jetzt schon produziert? Leute, crazy. Lass mal hier auf jeden Fall ein bisschen Geld stapeln. Oh, Junge. So. Also gucken wir mal, was das uns hergibt.
Wow, was? Das ist ja eine riesengroße Fabrik, die wir bekommen haben. Oh, okay, ich verstehe. Jetzt können wir hier eine Figur und einen Rücken oder eine Karte miteinander kombinieren. Das machen wir auch mal. Das heißt also hier mal die Figuren rein. Auf die andere Seite dann die Karten, von denen wir extrem viele haben. So, einmal hier die Karten bitte draufgelegt. Die werden dann miteinander kombiniert und ergeben in dieser Maschine, die irgendwas macht, eine Sammelkarte. Ah, okay, nice. Okay, und diese Sammelkarte können wir ebenfalls verkaufen. Da steht dran, eine Sammelkarte mit Bedruckung bringt uns 4 Münzen. Okay, was aber interessant ist, es gibt dann nochmal eine mit Prägung, die 8 bringt. Das heißt also, wenn wir jetzt also hier hingehen und da vielleicht 2 Sammelkarten hinplatziert oder vielleicht sogar 3, können wir da diese Maschine hier aktivieren und die, gibt uns ein Special Offer, dass wir 5 Stück extra bekommen und da können wir, ohne Werbung zu schauen, diese Karten herstellen lassen. Jawohl! Leute, was geht ab? Okay, so eine crazy Regenbogenmaschine, die wir hier haben. Okay, und dann haben wir da, das sind so shiny Karten. Guck mal, wenn man da ganz genau hinsieht, dann haben die so einen Glanz, so einen kleinen. Okay, das sind natürlich die Sammelkarten, die jeder am liebsten hat, sogar mit Rahmen drumherum. Und die können wir auf jeden Fall sehr viel teurer verkaufen. Und da kommt auf jeden Fall ordentlich Geld drumherum. Und hier können wir dieses Geld dann wahrscheinlich investieren, um diese Dinger hier nochmal zu upgraden. Und zwar 20 Münzen hier nochmal reinzusetzen. Dann ist diese Produktion hier nochmal effektiver. Crazy. Okay, wir gehen dann auf jeden Fall mal auf Next Level und gucken mal, was wir jetzt nochmal erreichen können. Und schauen mal, wen wir heute nochmal hier miteinander kombinieren können. Weil es gibt nämlich noch einige viele Charaktere, die wir noch gar nicht freigeschaltet haben. Deswegen lass uns auf jeden Fall hier mal Glorious Girl mitnehmen. Ein Mädchen tatsächlich als Charakter, die wir hier als Superheldenmädchen wahrscheinlich gerade eingestellt haben. Und wir haben sogar das Glück, dass wir sie sogar als 2-Sterne-Charakter gleich upgraden können. Das sieht cool aus. Wow, die ist sogar so leuchtend golden sogar schon. Okay, nicht schlecht, nicht schlecht. Oh, was ein 150er. Da müssen wir aufpassen, da sollten wir Glorious Girl auf jeden Fall nach rechts packen. Ne? Pinky Winky in die Mitte und den Fireline dann nach links. Da muss man jetzt natürlich immer ein bisschen aufpassen, wie man seine Charaktere platziert, damit man bloß keinen Kampf verliert. Aber wir sind da ja relativ gut drin. So, wir haben tatsächlich hier auch schon diesen Bären, ne? Zu 75% freigeschaltet. Und falls jemand von euch den Namen von diesem Bären übrigens weiß, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich würde es gerne wissen, wie viele von euch tatsächlich den Namen von diesem Bären kennen. Er ist nämlich sehr, sehr bekannt und viele Leute sollten ihn eigentlich kennen. Und das Coole ist, wir haben hier wieder eine kleine Ladung Zucker bekommen. So, Claim. Okay, wir haben schon ordentlich viele Karten gestapelt. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir auf jeden Fall hier diese Karten, die da jetzt gerade produziert werden, beziehungsweise diese Superheldenfiguren, dass wir da auf jeden Fall jetzt nochmal ordentlich was herproduzieren, damit wir da gleich ordentlich verkaufen können. Hier wird vieles ordentlich sein. und dann schauen wir mal, wofür wir uns entscheiden, was die Upgrades angeht. Weil, wenn wir nämlich jetzt nochmal hier in dieses Portfolio da reinschauen, haben wir hier nämlich nochmal die Möglichkeit, ein bisschen was zu upgraden. Ach, warte mal, wir können ja hier für $40 Player Speed und Player Capacity für $50 auf jeden Fall nochmal erhöhen. Dann lass uns mal hier Player Capacity und diese ganzen Sachen auf jeden Fall ein bisschen upgraden. Ach, wir können jetzt einfach die Geschwindigkeit upgraden. Okay, nice. Oh, und wir können auch schneller herumlaufen. Das ist richtig cool. Okay, dann können wir hier, jetzt auch viel mehr Charaktere tragen. Oh, Leute, ich glaube, wir werden hier jetzt gleich richtig viel Geld machen. So. Oh mein Gott, das werden alles gleich so richtig seltene Karten auf der anderen Seite werden. Oh, das wird so cool. Oh, schaut euch das an, was das für ein riesiger Stapel Karten ist. Dafür werden wir so viel Geld bekommen. Wahrscheinlich sind das 1, 2, 3, 4, 5, so 10 Stück. Also, nehmen wir mal hier alle Karten mit. Wir können nicht mal alle Karten halten, so viele sind das. Also, einmal die hier. Oh, was? Wir gucken jetzt mal, wie groß dieser Geldstapel wird. Oh, was? Das sieht wirklich nach ordentlich Kohle aus. Schönes Ding. Das heißt also, wir gehen mal hier hin und sammeln mal wirklich alles ein. Oh, eieiei. Das ganze Einsammeln dauert ja schon richtig lange. Über 190. Oh, wir haben über 190 hier zusammengesammelt, was auf jeden Fall sehr, sehr nice ist. Und jetzt gehen wir hier nochmal ins Upgrade rein. So, haben nochmal eine neue Produktionslinie gestartet. Machen hier nochmal eine neue Produktionslinie. Damit haben wir beide Produktionslinien einfach auf lila gemacht.
8, Leute. Okay, das bedeutet für uns nächstes Level. Und wir gucken mal, was wir jetzt hier freischalten können. Wir haben auf jeden Fall neue Card Frames. Ding, 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 ding. So, jetzt nehmen wir hier mal ordentlich Kohle mit. Nehmen wir den Honky Wonky mit. Schauen, ob wir den vielleicht sogar gleich upgraden können. So, Pinky Winky nehmen wir hier nochmal mit. Jetzt gibt es hier sogar einen Lauf nach links. Okay, wir nehmen hier nochmal. So, nochmal den Fire Lion mit. Oh, und dann gibt es hier nochmal entweder den Fire Lion oder den Pinky Winky. Und ich nehme den Pinky Winky. Ich weiß, der andere wäre wahrscheinlich ein bisschen stärker gewesen, aber ich finde den cooler. Oh, das ist ein richtiger Bosskampf. Okay, das heißt, wir nehmen hier mal Honky Wonky, Golden Pinky Winky und dann nochmal unseren Fire Lion, die zusammen addiert mehr Angriffskraft haben als der gute alte Freddy. Ich glaube, der war doch Freddy, oder? Wir sehen es, glaube ich, gleich. Das war doch der gute alte Freddy. So, und gucken mal, was wir jetzt produzieren können und was da jetzt tatsächlich bei rauskommt, weil ich bin wirklich gespannt. Wir gucken mal. Oh, okay. Das ist die Honky Wonky Actionfigur, die hier rauskommt. Das heißt also nochmal ein bisschen spezieller. Und der Hintergrund ist auch nochmal neu geworden. Okay, das heißt, man kann also immer den Hintergrund wechseln. Und das sind schon sehr, sehr coole Figuren. Guckt euch die mal an. Oh, crazy. So, dann gehen wir da mal hin und starten hier mal einen neuen Prozess. Ach, da ist sogar noch ein Prozess aktiv. Jetzt hier nochmal eine Actionkarte verkaufen, die wir brauchen, um nochmal 4 Münzen zu bekommen. Und jetzt haben wir, boom, wieder eine neue Figur, die wir herstellen können. Und so wie es aussieht, ist es sogar Godzilla. Oh, Godzilla dürfte, glaube ich, unsere nächste Figur sein. Sehr, sehr nice. Da dürften jetzt die teuersten bei rauskommen, okay? Mit Godzilla plus der neue Rücken davon. Das wird auf jeden Fall crazy. Oh, das... Okay, ich denke, dass dieser Goldturm so groß sein wird, dass er tatsächlich aus der Decke rausgehen wird. Okay, das ist so die Idee. Ich denke, ich kriege das hin. Okay, jetzt kommen hier auf jeden Fall nochmal ein paar Godzillas rein. So, hier muss ich... Oh, okay. Das sind jetzt die letzten Figuren gewesen, die wir machen können. Okay, okay. Mal gucken, wie viel das hier noch ist. Okay, ganz knapp, ganz knapp. Okay, einmal müssen wir es schon noch machen. Ich würde nämlich gerne versuchen, jetzt mit all diesem Geld wirklich einen extrem hohen Stapel zu machen. Das heißt, wir können also hier nochmal den Godzilla upgraden, ne? So, und dann würde ich ihn, glaube ich, sogar nochmal upgraden, ne? So, die lilane Produktionsschicht haben wir jetzt schon ganz fertig gemacht, okay? Jetzt müssen wir hier nochmal kurz eine Runde spielen, können hier nochmal ein paar neue Charaktere nehmen. Wir nehmen mal hier nochmal Teddy, den wir neu freigeschaltet haben, ne? Und gucken jetzt einfach mal, wie krass das jetzt sein wird, wenn wir wirklich mit der maximalen Stufe hier Geld verdienen werden. Das wird bestimmt so viel Geld geben, dass es komplett aus dem Bildschirm rausgeht. Das würde ich gerne einmal sehen wollen. Teddy haben wir jetzt sogar auf Stufe 2 für diesen Kampf extra. In Gold sogar. Sehr, sehr cool tatsächlich. Und jetzt haben wir nochmal 3 weitere Kämpfer, die hier bereit sind, gegen diesen neuen Boss hier anzukämpfen. Und zwar ist das hier ein Level 6er Enemy. Der hat ein 170er rechts. Deswegen packen wir da auch rechts einen hin. Die anderen 2 werden sowieso gewinnen. Okay. Der hat sogar so einen Zombie als Gegner sozusagen gehabt. Krass. Ich kann dafür jetzt schnell das hier nochmal upgraden, dass da jetzt neue rauskommen. Und zwar kommen da jetzt nämlich andere Actionfiguren raus. Okay. Oh, das ist die Wonder Woman, die wir hier sogar produzieren können als nächstes. Deswegen, ich bin gespannt. Mal gucken, ob wir es diesmal schaffen können. Okay, unsere letzten Karten arbeiten gerade durch. Und ich fange schon mal an, die ersten Karten zu verkaufen, um unseren Turm nochmal zu bauen. Um zu schauen, ob wir es schaffen, jetzt nochmal ein bisschen höher zu kommen. Eigentlich sollten wir es. Wir schauen, ob wir jetzt nochmal höher sind, ob wir es hinbekommen haben oder nicht. Aber das sieht mir ganz danach so aus, als ob wir hier komplett aus dem Bildschirm raus sind. Cool. Das ist mein Ziel gewesen. Wow. Das ist echt ein riesiger Geldturm. Das nenne ich mal Pro. Oh mein Gott, das ist so viel Geld. Das ist richtig cool. Und jetzt müssen wir es aufheben. Es dauert einfach richtig lange, bis wir tatsächlich das ganze Geld überhaupt aufgesammelt haben. Okay, Leute. Falls ihr diesen Turm genauso cool findet wie ich auch, gebt einen Daumen nach oben auf dieses Video und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute. Und ciao.